Halluzination in Hypnose. Humbug oder Realität? Das klären wir im folgenden Video. Moin und willkommen zurück. Ich bin Stinitz Musche, ich bin Hypnosetherapeut und Hypnoseausbilder und jetzt steige ich gleich mit dir in die Tiefen und in die faszinierende Welt der hypnotischen Halluzination ein. Denn man kann in Hypnose Halluzinationen erzeugen. Und zwar Halluzinationen, die die verschiedenen Sinne ansprechen und auch über diese wahrgenommen werden. Sei es riechen, schmecken, sehen, fühlen oder eben wie auch immer geartet anderweitig erleben. Wie das Ganze funktioniert, ist nicht ganz so einfach zu erklären. Da kommen wir am Ende zu. Jetzt schau dir erstmal an, wie das aussieht, wenn jemand in Hypnose eine Halluzination erlebt, was mit dem passiert. Und am Ende des Videos sprechen wir nochmal darüber, was da eigentlich genau passiert. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der kleinen lustigen Demo. Es gibt ja eine Blitzinduktion, die immer funktioniert. Immer. Egal wie und was ihr macht. Schließt mal die Augen. So ist so wunderbar. Ich zähle jetzt gleich für dich von 1 bis 10. Und mit jeder Zahl, die ich sage, kannst du diesen Zustand stärker und kraftvoller werden lassen. Mit jedem Wort von mir, mit jedem Atemzug, wird dieser Zustand einfach stärker und kraftvoller werden. Ich jetzt einfach 10. 1. So ist wunderbar. Wenn ich 3 sage, öffnest du deine Augen, schließt die Augen gleich wieder und lässt den Zustand einfach noch stärker und noch kraftvoller werden. 1, 2, 3, öffne einmal die Augen, schließ sie gleich wieder. So ist es gut, wunderbar hervor. 1, 2, 3. Wunderbar, so ist gut hervor. So ist es gut, wunderbar. Du machst es genau richtig. Du merkst, wie dieser Zustand immer stärker und kraftvoller wird und es ist völlig in Ordnung. Es ist vollkommen überschritten. Man kann diesen Zustand einfach genießen. Also müssen wir noch ein bisschen vertiefen. Müssen wir noch ein bisschen tiefer gehen. Tiefer. Okay. Ich möchte, dass du dir mal was vorstellst. Ich möchte, dass du dir mal vorstellst, wie du von da, wo du jetzt bist, ich werde dich gleich nochmal jetzt an der Schulter berühren. Und wenn ich dich an der Schulter berühre, dann lässt du dich einfach von da, wo du bist, einmal in die Ebene A der Hypnose gleiten. Aber wenn du vielleicht gar nicht weißt, was diese komische Ebene A ist, lass es mich dir kurz erklären. Das ist einfach ein Zustand, wo du den jetzt erreichten Zustand verdoppelst. Du brauchst dich gar nicht bewusst darum zu kümmern. Sag dir einfach, ich lasse es geschehen und es wird ganz einfach geschehen. Ich möchte, dass du gleich, wenn ich dich bitte, die Augen zu öffnen, dann öffnest du deine Augen und wirst dann feststellen, dass in der Tür, auf die du gleich schaust, dass vor der Tür ein lustig aussehender Osterhase steht. Du wirst gleich die Augen öffnen und wirst feststellen, dass Astrid heimlich hier einen großen Osterhasen hingestellt hat und der sieht total lustig aus. Dieser Osterhase sieht total lustig aus. Du kannst ihn sehen und er sieht total lustig aus. Ich werde dich gleich bitten, deine Augen zu öffnen. Und wenn du dann in Richtung der Tür schaust, dann wirst du den Osterhasen sehen, der so lustig aussieht. Den Astrid dorthin gestellt. Weißt du, was das Gute ist? Wenn du ihn siehst, wirst du dich gut dabei fühlen. Auch wenn es noch ein bisschen hin ist bis Ostern. Aber du wirst den Osterhasen sehen. Und du wirst sehen, dass er lustig aussieht. Du kannst jetzt einfach mal die Augen öffnen. Du kannst einfach die Augen öffnen in Richtung Tür schauen und wirst den Osterhasen einfach sehen, der hier vor der Tür steht, den die Astrid da einfach hingestellt hat.
Augen richtig aufmachen. Dann wirst du ihn sehen, wie er da steht. Schau ihn dir einfach einmal an. Schau ihn dir mal an und beschreib mir mal, wie er aussieht. Soll ich dir helfen? Mhm. Mhm. Schließ nochmal die Augen. Schließ nochmal die Augen und holen. Ich zähle jetzt gleich für dich von 1 bis 3. Bei 3 kannst du ganz einfach die Augen öffnen. Du kannst ganz einfach die Augen öffnen. Und kannst den Osterhasen dort vor der Tür sehen. Bei 3 kannst du einfach die Augen öffnen. Kannst den Osterhasen dort vor der Tür sehen. Und kannst ihn uns einfach beschreiben. Du wirst den Osterhasen sehen und du wirst deine Augen ganz leicht öffnen können. Und wirst den Osterhasen dort vor der Tür sehen. Du wirst ihn gleich dort vor der Tür sehen. Ich zähle von 1 bis 3. Bei 3 siehst du den Osterhasen dort vor der Tür. Und du kannst deine Augen dann ganz leicht öffnen. Und du kannst sie dann ganz leicht offen halten. 1, 2, 3. Du öffnest die Augen und du siehst dort den Osterhasen. Und du kannst ihn mir beschreiben und sag einmal, wie sieht er aus? Wie du. Osterhase ist jetzt verschwunden und jetzt fragst du dich möglicherweise, was da eigentlich passiert. Und das ist gar nicht so ganz so leicht zu erklären, denn es ist ein komplexes Zusammenspiel zwischen dem, was in unserem Gehirn passiert und dem, was der Hypnotiseur sagt. Und über das, was passiert, also über das, was der Hypnotiseur sagt, erzeugt das Gehirn desjenigen, der hypnotisiert ist, eben diese Halluzination auf verschiedenste Art und Weise. Also entweder sieht jemand etwas, entweder riecht jemand etwas, schmeckt etwas oder kann vielleicht auch etwas fühlen. Das hängt immer ein bisschen von der Art der Suggestion ab und auch von der Suggestibilität desjenigen, der das Ganze gerade erlebt. So eine Halluzination setzt eine sehr, sehr tiefe Hypnose voraus. Ohne die kann man keine Halluzination erzeugen. Also wenn du jetzt jemanden hypnotisierst und der ist in einer leichten Hypnose und du hast den Wunsch, eine Halluzination zu erzeugen, wundere dich nicht, wenn das Ganze nicht funktionieren wird, weil es eben eine sehr tiefe Hypnose voraussetzt. Das Interessante dabei ist, dass man in Studien herausgefunden hat, dass in dem Moment, wenn jemand eine Halluzination in der Hypnose erlebt, dass die gleichen Areale im Gehirn aktiviert werden, wie wenn er das real erlebt. Also ich könnte dich jetzt quasi mit einer Hand einen Kaktus anfassen lassen, dann würdest du wahrscheinlich Schmerz spüren. Das würde im Gehirn in der gleichen Stelle oder an den gleichen Arealen passieren, wie wenn ich dir einfach nur suggeriere, dass du einen Kaktus anfasst und den Schmerz wahrnimmst und verspürst. Du siehst also, es ist ein sehr spannendes Feld und mit Hypnose ist sehr viel möglich, aber eben auch setzt eine tiefe Hypnose voraus und dass der Hypnotiseur weiß, was er tut. Aber dann kann man verschiedene Halluzinationen erzeugen und man kann auch negative Halluzinationen erzeugen. Also zum Beispiel, da steht jemand vor einem und der Hypnotisierte sieht
diesen Gegenstand oder die Person nicht. Also eine negative Halluzination. Sprich, ich sehe etwas nicht, was aber eigentlich da ist. Das könnten wir vielleicht mal in einem anderen Video zeigen. Wenn dich das interessiert, lass es mich in den Kommentaren wissen. Und wenn du jetzt hier klickst, dann kannst du dir ein Video anschauen, wo du siehst, was eigentlich passiert, wenn jemand nicht tief genug in Hypnose ist und die Halluzination nicht funktioniert. Also jetzt hier klicken. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Steinitz-Musche.